erfolgreich gespeichert und jetzt gehen wir endlich shoppen. Was wir ja eigentlich vorher schon machen wollten, aber dann kam ja dieser Tompelry dazwischen und hat uns ins Kolosseum geholt. Ja, das wissen wir, dass uns die Mirage folgen kann. Ah, du kannst uns auch folgen, Tama. Ah, war das ein Wink, dass du uns gerne folgen möchtest? Wir schauen mal. Hast du irgendwas Neues für uns? Shoppen, kaufen. Hast du irgendwas Neues? Leuchtbombe. Da ist aber jetzt... Oh, ja, das... Was? Kann ich das nochmal kaufen? Aber warum? Ich hab doch eins. Okay. Also hier gibt's nichts Neues. Okay, dann gehen wir doch nicht shoppen. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, wir werden sicher einen fabelhaften Tag haben. Dann gehen wir wieder zurück. Just some news you may find of interest. It'll blow your little minds. Why? Because you will never believe this. Yeah? Huh? All throughout Ninewood Hills, I have staked out some windways. Windways? Steak! Now that you mention it, I'm starving. Have you got anything else tasty on the menu? Oh, sure. Here you are. Might I recommend today's special, the Sahagin soup? Stop that! We'll never get to the point if you egg him on like that! Huh? You want eggs? Oh, fried? Sunny side up? All we've got is scrambled. Just tell us about the windways! Oh, those? They're basically just shortcuts. The kids call it fast travel. You get to zip around every which way using one of those gooey doohickeys. Yep. I don't think you're allowed to go there. So what if the food's a little gooey? I'll still eat it. We're not talking about food! Oh. Wait, I get it. All that business about steak, that was a pun. Nice one, Lon. Oh, thank you. Don't tell me you thought he was serious! I realized something just now. We can never leave Lon and Seraphie alone together. Nothing good could come of it. Lasst sie niemals alleine, geht nicht gut aus. In Neuweidbergen kannst du über Viereck das Windwegemenü öffnen. Die Windwege sind eine praktische Abkürzung. Mit der du direkt an bestimmte Orte gelangen kannst, jawohl. Aber vergiss nicht, dass der lange Weg manchmal mehr wertvolle Erfahrungen mit sich bringt. Ja, was jetzt? Sollen wir jetzt laufen und haben die Abkürzung umsonst oder sollen wir sie nutzen? Es ist wieder so Verwirrung. Das heißt, ja, lauft auch ab und zu mal, weil sonst verpasst ihr sowas wie gerade. Gut, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Cornelia. Schauen mal, wie es der Princess geht. Und, so kommen wir ins Kolosseum. Gut zu wissen. Und außerdem haben wir ja noch die Nebenaufgabe, wo wir den Gegenstand abgeben wollen. Das wollen wir jetzt natürlich auch machen. Bevor wir es vergessen. Chapter 5 The Champion Who Saved Grimoire. From the looks of the Bahamutian encampment is going to stay a goblin in the hangout for good. At least they'll leave Cornelia alone for a while, now that we've gotten rid of the soldier controlling them.
Once mirages are scattered and separated from their keeper, they revert to their wild state. And wild mirages are something you just learn to get used to in Grimoire. That's why you've got Mr. Warrior here. Yes, indeed. However, we cannot rule out the possibility of another Bahamut attack. What we need is an alliance with another country. Some sort of mutual agreement to come to each other's defense. Actually, word has been spreading of such an organization. An anti-federation group as large as a nation. Perhaps the time has come to formally introduce ourselves. They call themselves the League of S. League of S? Do you know of any way to reach them? The Thane of Saronia to the north has been in contact with them. I believe one of the merchants mentioned it. Saronia, yes. They have been resisting Federation annexation. Yes. Highness, allow me to journey there and learn what I can about the League of S. Alone? To get to Saronia, you must pass through all manner of places teeming with dangerous mirages. And I... Hey, maybe we could go instead. Yeah. Mr. Warrior here, he and the brigade should stick around and keep the goblins in line. That's right. Cornelia's legendary champion belongs right here in Cornelia. We're the best fit for this. We've got tons of mirages to collect, and could start just about anywhere. So, you know, it wouldn't be any trouble. What a kind offer. You would really do that? Sure. You're doing us a favor by pointing me and Lon in a new direction. We're glad to help. I thank you. We are in your debt. Here, all Cornelian emissaries are given these letters as proof of their authority. It should help you on your way. Thanks. Well, there's no sense in hanging around. So long. Take care. Bye-bye-bye-bye! Your Highness. Du hast einen offiziellen Brief Cornelias erhalten. Alles klar, wir sollen mit der Bahn fahren nach Saronia. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Wir schauen mal. Ja, wir können den Frieden leben. Du hast einen Fisch auf dem Kopf. Dir ist das schon klar, ne? Dass du einen Fisch auf dem Kopf hast. Wir wollen jetzt erstmal hier unserem Soldaten zeigen, dass wir die Quest abgeschlossen haben. Hier ist auch der Stern. Bedeutet, wir können es abgeben. Oh, you really brought me an Earth Hammer. I can't tell you how much I appreciate this. Now I can ensure my helmet is always in tip-top condition. I can't stand unsightly dents. I know it isn't much, but please accept this as a token of my thanks. Und was kriegen wir? 5 Supertränke. Oh, nehmen wir mal mit. Sehr schön, haben wir das auch zum Abschluss gebracht. Der hat auch einen Fisch auf dem Kopf. Ist das hier in der Stadt so, dass man Fische auf dem Kopf tragen muss? I can't believe you chased off the Bahamutian army. All the giants from the hills sure are something. So, bevor wir jetzt aber... Was hast denn du auf dem Kopf? I knew it! So giants really can make themselves big or small whenever they want. If I became a giant, could I make myself big or small too? Hin und her wechseln, ja, ist interessant. The goblins may have no one left to lead them now, but they're still living in the plains, right? I just hope they keep their distance and stay far away from the town. Ja, die kommen nicht in die Stadt. Wir schauen nämlich jetzt einmal kurz raus und versuchen, einen dieser Goblins zu fangen. Macht sich sicher gut in unserer Sammlung. Deswegen gehen wir einmal kurz in die Wildnis. Die sollten ja gleich am Anfang kommen, brauchen wir nicht weit laufen. Bevor wir mit dem Zug fahren. Jetzt schauen wir mal, sind die denn hier? Hallo, liebe Goblins, kommt doch mal her hier. Was ist denn da hinten? Ach, das ist eine offene Schatzkiste. Opala, falsche Taste. Liebe Goblins, wo seid ihr denn? Gar keine da.
Sind denn hier Goblins? Hallo. Einmal, wenn man den Kampf haben will. Dann kriegt man keinen. Ich laufe jetzt nicht da hoch. Wenn jetzt hier kein Goblin auftaucht, dann gehe ich wieder zurück. Oh, kein Goblin. Mann! Du hast doch... Wir haben doch auch hier Feuer, ne? Fuchsfeuer, genau. Was ich mir gerade... Ach, nee. Die sind ja beide S, die Feuerleute. Oh, Mann. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren mit dem Stapeln von gleichen Elementen. Aber das funktioniert gar nicht. Ich wollte eigentlich einen Goblin fangen. Hm. Na gut. Den fange ich vielleicht dann mal so oder wir finden später einen. Wäre natürlich jetzt praktisch gewesen, hätten wir ihn mitnehmen können zum Leveln. Aber, ja, dann gehen wir Zug fahren. Drehen wir wieder um, gehen Zug fahren. Man kann es nicht ändern, außer in diesem Kampf ist einer dabei. Ah, da haben wir doch die Goblins. Da fangen wir uns jetzt einen. Also erstmal machen wir den weg. Dich machen wir auch weg. So. Und bei dir machen wir mal Analyse und schauen, wie kriegen wir dich denn gefangen, mein Freund. Nein, nicht angreifen, weil dann bist du ja gleich tot. Und jetzt sag mir nicht, wir sollen dich physisch angreifen. Das wäre blöd. Reduziere ihre TP einmal pro Kampf. Okay, jetzt müssen wir irgendwas nehmen, was nicht viel Schaden macht. Wir machen mal das. Nice knowing ya. You're done. Er ist gestorben. Well, that'll do it. Blöd. Ist doch doof. Ich wollte ihn doch fangen. Ich wollte ihn nicht töten. Hm. Schade. Na gut. Sollte nicht sein, dann fangen wir irgendwann anders. Dann gehen wir wieder zurück. Und gehen Zug fahren. Wir haben ja noch unsere fast lebenslänglich gültige Fahrkarte. Oder lebenslang gültige Fahrkarte. Mann, deutsche Sprache, schwere Sprache. Von daher sollten wir ja in den richtigen Ort kommen können. So, hier hoch wieder laufen. Oh, diese Treppen. Wie macht's ihr zu Hause? Lauft ihr die Treppen oder fahrt ihr Aufzug, wenn ihr könnt? Das würde mich mal interessieren. Und wir sind falsch gelaufen. Oder? Müssen wir hoch? Ja, wir müssen schon hoch. Wir waren schon richtig. Wir waren doch richtig. Wir müssen doch ganz nach oben. Wir laufen ganz nach oben. Oh. Man sollte auch die Treppe richtig nehmen. Und gehen zum Faktor. Servus. Right, tickets, please. Ja, wahrscheinlich haben wir. So, wollen wir nach Norden, nach Saronia, nach Süden, Quellwald? Na, wir wollen in den Norden. Das wollen wir ja hin, ne? Wir sind Gesandte von Cornelia.